So, jetzt. Entschuldigung, Test, Test. Ja, da war das Mikro weg. Wenn ich OBS 5-mal neu starte, dann trennt er dann das Audiogerät. Kurz. Ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Das Internet ist auf einmal nicht weg. Das Internet ist noch da. Ich komme ja noch, ich gucke ja immer auf Twitch, wie auch die Qualität des Streams ist, aber die Verbindung von OBS wird getrennt. Tach! willkommen zurück an alle. Immer noch geiles Stück, den ist. Hallo Musik. Und immer noch danke für den Look. Wir gucken mal, wie die Verbindung jetzt ist. Wenn das nochmal abbricht, das schreibe ich dann auch nochmal in Twitch-Chat, dann würde ich das für heute erstmal lassen, weil das ja nichts bringt. Abbruch, Neustart. Ich will eigentlich weiterspielen, aber wir gucken mal. Vielleicht kriegt sich das jetzt auch ein. Wir müssen ganz doll die Daumen drücken. Fingers crossed, okay? Wir spielen erstmal weiter, tun so, als wäre nichts passiert. Und solltet ihr jetzt aber nochmal die Verbindung trennen, dann müssen wir jetzt leider Zwangsfeierabend machen. Und wir spielen dann die kommende Woche weiter, okay? Wehe, ich will weiter gucken. Nein, ich will auch nicht, dass es abbricht. Ihr müsst alle die Daumen drücken. Bitte, 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 bitte. Okay? So. Oh, ich habe gar keinen Ingame-Sound. Habt ihr Game-Sound? Ich habe keinen Game-Sound. Ich höre zumindest nicht. Warte mal. Wir machen nochmal komplett Neustart. Das liegt nicht an mir. Ich höre es auch nicht. Also, ich habe jetzt nicht vergessen, was einzustellen. So blöde bin ich auch nicht. Oh, ich weiß, worum es liegt. Ja, der hat ja hier. So. Hör ich was? Gehen wir mal kurz, wo ist es denn? Little Nightmares. Quote 2, Spielplatz! So, mal gucken, ob ich wieder was höre. Bandai Namco. Weil wir vorhin bei Entwicklerstudios waren, das ist zum Beispiel ein gutes Entwicklerstudium. Bandai Namco. Aber ich glaube, ich höre nichts. Doch, jetzt wieder da. Okay, doch. Die Musik kommt erst zu spät. Gut. Gut, wir hören wieder was. So, sorry für diese blöde, sinnlose Unterbrechung. Neustart vom Kontrollpunkt. Wo bin ich? Ach, wo der durch die Wand greift, ne? Alter, warte mal, der Gamesound ist ja gerade abfucklaut, oder? Was ist denn jetzt los? Jetzt. So, Maus noch aus dem Bild. So, ich stelle mich an, als würde ich das erste Mal streamen. Ich stelle mich an mit der komplett Vollnoob. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich habe halt auch kein Ficken, kein Videoschnittprogramm. Und das heißt, das wären jetzt zwei Parts, die ich auf YouTube hochlade. Ich meine, YouTube interessiert eh keinen Schwanz, außer drei Leute. Und das ist ja eh auch nur zum Archivieren. Aber mich nervt es so, eine Aufnahme werden halt, ach komm, werden halt zwei. Das stört mich irgendwie. Jetzt muss ich nochmal aufstehen, um den Stream erneut am Fernseher anzumachen. Hast du den Controller nicht bei dir? Magst du seine Grabscher so gerne? Ja, ich werde so selten angefasst, weißt du? Ich werde so selten angefasst. Jetzt habe ich das nicht gesehen, wie du es geschafft hattest. Ich hatte es nicht geschafft. Guck mal, wo ich bin. Der Kontrollpunkt, der hat vorher gespeichert. So, jetzt sind wir wieder hier. Ansonsten zu einem Video zusammenschneiden hatte ich bei Escape Backrooms auch gemacht. Ich habe kein Videobeschnittprogramm. Dennis, ich würde es gerne. Daran liegt es ja nicht. Aber ich kann nicht. Ich habe halt kein Schnittprogramm, weißt du? Das ist irgendwie blöd. Ansonsten würde ich das mal eben machen. Ah. Oh. Zeitlich nicht gut gemacht. Ach, Controller lädt noch. Aber der lädt doch recht schnell. Ich glaube, den kannst du wieder zu dir holen. Ansonsten schick mir die Dateien, ich mach das. Was?
Aber ich glaube, die sind viel zu groß. Ich glaube, das kann ich nicht mal. Weil das erste Video, ich habe gerade auf Twitch geschaut, weil ich den einen 3-Minuten-Part gelöscht habe, wo ich gerade schon mal Neustart gemacht habe. Der ist 2,5 Stunden groß. Das ist doch übelst lange Datei. Hä? Willst du mich verarschen? Das ist so eine viel zu große Datei. Ich glaube, das geht ja gar nicht so einfach. Ich weiß das Angebot echt sehr zu schätzen. Und sowas wie Dropbox oder so habe ich nicht. Oder Zip oder, ne? Um die Sachen ein bisschen zu muscheln. Vielleicht andere Reihenfolge probieren? Habe ich doch schon. Meinst du jetzt mit den Käfigstreben? Oder was meinst du jetzt? Zack. So, und als nächstes muss ich die rechte nehmen. Und da scheitert's. Wir haben eine eigene Cloud, wo das hochgeladen werden kann. Der Bug tritt weniger auf, indem man die hintere Stange zuerst macht. Also die, die ich jetzt noch offen habe, sagst du? Na, ist ja gut, zu wissen. Das, was Janik sagt. Gut, okay, das habe ich jetzt natürlich verkackt. Jetzt habe ich es eh verkackt. Weil die nicht greift. Ich drücke 100 Mal R2 und sie greift halt einfach nicht, weil du Pixel genau davor stehen musst. Eieieiei. Also ich kann dir das gern schicken, Dennis. Aber ich würde es halt... Ach, das war dumm von mir. Das war ja auch richtig dämlich. Aber ich würde es eigentlich schon gern heute hochladen, weil ich bin so ein Mensch... Also ich weiß das Angebot wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen. Aber ich bin halt so ein Mensch... direkt nach dem Stream schnell das Thumbnail machen, richtig billig zusammengeklatscht. Und dann einfach auf YouTube das hochgeladen und fertig. Und dann mache ich den Rechner aus und will meine Ruhe. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Deswegen, dann sind es halt 2 Parts, mein Gott. Und ich habe auch nicht die hintere Stange genommen, war eh dumm. Das war ja eh dämlich. Huch. Hä? Es geht nicht. Ach komm, ganz ehrlich. Das ist ja jetzt dumm. Ach, das ist ja jetzt... Ach komm, sorry. Aber das ist ja jetzt wirklich schwach. Also wenn das wirklich ein Bug ist und ich mich nicht blöd anstelle... Das ist von 2017 das Spiel. Gut, das muss nicht heißen, dass seit 2017 der Bug existiert. Kann ja auch erst 2020 oder so mit einem Patch hinzugekommen sein. Aber das ist ja schwach. Also das wäre ja wirklich schade. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Das ist schwach. Es war im Release schlimmer. Okay, also das... Ach, da bin ich reingegangen. Fuck, weil sie wieder nicht gesprungen ist. Finde ich leider schwach. Muss ich jetzt... Muss ich mal zugeben. Ist auch zum Glück der Einzige, der so rumbackt. Gut, also ja, Gott sei Dank, aber das macht die Situation jetzt nicht weniger scheiße. Der hintere geht ja gar nicht zu ziehen. Oder haben die irgendwie was reingepatcht, dass du das in einer bestimmten Reihenfolge... Ist eigentlich auch dumm, oder? Dass du das erst den vorderen, dann den hinteren machen musst. Also, das wäre eigentlich völlig absurd, ne? Aber kann ja sein, dass das in einer bestimmten Reihenfolge... Also ich check's gerade nicht, ne? Sorry. Nach unten ziehen, maybe? Ach so, dass ich nach unten drücken soll? Oh, das kann sein. Das habe ich noch gar nicht probiert. Warte mal. Nee. Oh. Ah. Money! Oh, money! Money, money, money! Ich bleib mal kurz mein treu. Ich nehme den vorderen, weil irgendwie... Ich brauche kurz ein Erfolgsgefühl. Also, dann spiele ich ja lieber weiter Shadow of the Erdtree, sag ich ehrlich. Das ist ja nicht mal ansatzweise so schwer. Hä, was ist denn jetzt mit dem Timing?
Sieht irgendwie aus, als würde es drücken, als sie, nee, ich ziehe. Also das kann ich dir hoch und heilig versprechen, ich ziehe. Ich schwöre, Junge, ich ziehe. So. Es ist halt der richtig, das richtige Timing. Die rechte Hand muss weit vorne sein und die linke darf aber noch nicht weit zurück sein. So, jetzt kommt der mit der rechten Grabbelhand. Dann warten wir auf die linke Grabbelhand und dann. Ich ziehe. Ich ziehe weg. Ich habe weggezogen. Also vom Käfig weggedrückt. So wie ich das bei der ersten Strebe gemacht habe. Also genauso in dieselbe Richtung. Ich kann jetzt noch mal probieren, nach oben oder nach unten zu drücken. Ne? Weil mir kommt es halt absurd vor, dass der Bug bei jedem Versuch auftritt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube halt nicht, dass das ein Bug ist. Nicht, dass ich euch bezichtige, dass ihr lügt, um Gottes Willen, aber so, das ist ja jetzt bei jedem Versuch aufgetreten. Oh, das war doof, das war doof. Ja, das war scheiße getimt. Aber das kommt bei jedem Versuch. Das kann ich mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Dann muss es halt nicht ziehen sein, sondern nach unten drücken oder nach oben. Oder vielleicht nach unten und nach oben, wie so ein Hebelprinzip. Aber es ist halt jedes Mal. Also dann liegt es an mir. Das kann nicht am Spiel liegen. Hier höre ich ja auch ein Geräusch, ne? Wenn du das ziehst, hört man ein Geräusch, so im Sinne von, okay, da tut sich was. Oder müssen wir das Stück Metall da unten nehmen und jetzt als Hebel? Warte mal. Kann man das aufheben? Nee, okay. Ich dachte, wir brauchen es vielleicht als Hebel. Hätte sein können. Hätte sein können. Ja, verkackt. No, 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 no. Eigentlich kann ich ja auch hier drauf stehen bleiben, oder? Ah, eigentlich auch nicht, nee. Hallöchen, Stucke, Hallöchen. Hallo, Soli. Einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, du hast einen schönen Samstag. Uiuiui. Ich probiere es nochmal. Warte, ich kann das Ding wirklich nicht aufheben. Okay, ja, ich glaub's, ich glaub's. Mir geht's soweit gut, nur total K.O. Oh, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich war 500 Kilometer Radfahren. Ja, nach oben. Nach. Junge, das ist brutal. Du musst wirklich nach oben drücken. Das musst du dir. Jetzt kannst du dir nicht ausmalen. Okay. Also habe ich doch recht gehabt. Es ist nicht buggy. Ich hatte doch recht. Es lag an mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Hey, guck dir den Schrei jetzt mal an. Die ist ja so dumm. Die kriegt ja nichts im Leben auf die Reihe. Das Versteck. Ich glaube, ich habe das nächste Kapitel beendet. Aber in welcher Welt macht nach oben Sinn? Naja. Es kommt ja schon drauf an. Wenn du irgendwas abbrechen willst, in irgendeine Richtung geht es ja immer einfacher, weil es ja schon irgendwo angeschlagen ist. Und je nachdem, welchem Winkel das Stück Metall angeknackst ist, ist nach oben drücken einfacher als nach unten oder nach links oder nach rechts. Das macht ja schon Sinn. Nur hast du ja optisch, also ich habe zumindest nichts gesehen, optisch keinen Hinweis drauf, ob nach oben, unten, links, rechts. Aber jetzt wissen wir es. War bei Shinzi und Dana zu Besuch und bin gerade nach Hause gekommen nach 3,5 Stunden Autofahrt und habe ich einen Schreck bekommen. Und wenig Schlaf Wochenende. Wart ihr so lange auf? Kann ich mich da festhalten? Ha! Tatsache. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit bei den beiden. Ja, egal, geschafft ist geschafft. Das denke ich auch. Es war aber anstrengend. Es war anstrengend und frustrierend, bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Aber danke fürs GG. Vielen Dank. Ja, dein Berg voll Leichen. Da fühle ich mich doch wohl. Ach komm. Du und dein dämlicher Hunger! Also selbst ich
will nicht so viel essen. Naja, lange auf geht, war eher schlecht geschlafen wegen Hitze. Ach, stimmt, es war ja so kackwarm. Ich verdräng das schon. Ja! Oh, ich glaube, da ging gerade eine Rattenfalle. Bergverleichen. Six bekommt Hunger. Okay. Well, da hast du einen Punkt. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Geil. Okay, die lebt noch. Beiß ihr den Kopf ab, bitte. Komm. Du, um zu überleben, macht man alles. Wer den Horrorfilm Grave Encounters kennt, da hat am Ende auch eine Ratte, eine Kanalratte erschlagen und gegessen. Im zweiten Teil hatte sogar einer lebendig gegessen, also. Man tut, was man kann. Um zu überleben, nicht wahr? Bip. Boah, was essen wir jetzt geil? Jetzt habe ich auch Hunger. Na, wie wär's? Gebratener Ratte? Lecker, lecker. Ham, ham, ham. Ratatouille. So, was können wir hier verschieben? Oder, war da andere Idee? Nicht schieben, in dem Sinne, sondern... Yes! Yes, yes, yes. Flup. Oh, Blut! Kannst du hier durch? Ja. Hallo? Wo sind wir in der Küche? In der Großküche? Kann ich dich irgendwie schieben? Okay. Ich kann dich doch bestimmt schieben. Oh Gott, auch noch so halb dreidimensional. Hilfe! Wir sind, glaube ich, wirklich in einer Art Küche. Hm. So, was für einen bösen Gegner. Guck mal, hier hättest du essen können. Ist hier irgendwas? Alter, ist das ein Riesenfisch dort. Der dreht sich doch gleich um, oder? Scheiße. Was ist das jetzt für Müll? Einfach den Ofen auf, immer rein, ich muss hier, alte Klammer, mach deine Hausaufgaben. Nee, es musste die scheiß Ratte sein. Na gut, man konnte ja auch nie wissen. Man konnte ja jetzt auch fairerweise nicht wissen, dass jetzt hier eine Speisekammer kommt. Der riecht mich wenigstens nicht, ne? So koche ich halt auch immer, ne? Da brauchst du dich ja nicht wundern, warum es nicht schmeckt. Da hat er dich, der Kartoffelmann. Er sieht ein bisschen aus wie der Vater vom Marshmallow-Mann. Die ja meine Schwester ist. Du kriegst mich nicht. Ich bin versteckt. Kümmere dich um dein Fleisch. Wurst. Schnell, 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 schnell! Boah, das ist ja ein geiler Ofen. Also Herz. Sieht ein bisschen aus wie ein Monster Hunter, ne?
So, jetzt ist die Frage, kommt er jetzt darum? Er geht vor, ja. Ich glaube, der ist kein Veganer, ne? Ich sehe überall nur Fleisch im Ofen, Fleisch im Topf, Fleisch hier, Fleisch da. Nee. Nee. Wie er mit dem Kinn drauf liegt. Komisches Monster Hunter. Ja, das ist halt die Alpha-Version. Das ist nie rausgekommen. Das war mal so eine Fan-Edition von Capcom. Zum Jubiläum. Der Dude sieht so wie sieht aus, wie Beefy riecht. Was? Beefy riecht doch nicht schlecht, hä? Chat, anders Herz. Findet ihr, dass Beefy schlecht riecht? Ich finde, sie riecht schlecht, wenn jemand, der Beefy gegessen hat, einen stehen lässt. Also, nicht pupsen, sondern rülpsen. Das riecht unangenehm. Aber so finde ich, eine Beefy riecht schon würzig. Ja, die Treppe dann hoch. Ah ja, guck mal, da geht's auch hoch. Schön einreiben den Fisch, genau. Das entzieht die Feuchtigkeit. Der sieht mich doch gleich. Nee, sieht er nicht. Er hat sich netterweise so... Scheiße, ich brauche einen Schlüssel. Fick dich. Ich brauche einen goddammit Schlüssel. Scheiße. Was das Spiel von mir abverlangt? Gehen wir in der Mitte? Ich weiß nicht. Gehen wir hier außen rum? Oh, geil Brot. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, er hat da oben gespeichert. Das ist nett, das ist nett, das ist nett. I appreciate. Danke. Das gute alte Balancierspiel. Wenn ich hier oben lang balanciere, hört er mich doch nicht, oder? Ach du Scheiße, jetzt muss ich so einen Ecksprung machen. Ah! Denn wir sind ja barfuß und so klein, also eigentlich dürfte er uns gar nicht hören. Seien die Fische leben noch und schlagen jetzt Alarm. Oder? Rüber, rechts, ja genau. Wo ist der Schlüssel? Was da oben drin? Da ist er doch, oder? Liegt er da nicht? Nee. Da oben ist eine Kerze. Aha. Beim Warm braucht man Doppelklo! Okay, vergiss es. Wenn du so korpulent bist, dass du nicht mal auf einem Klo reichst. Was denn das? Römisch kacken gehen? Römisch kacken. Ich brauche immer noch einen Schlüssel, ne? Aber bekommst du zuvor, jetzt hätte ich jetzt einen Bereich übersprungen. Was sind denn das für zwei Eier, die hier aus dem Bett hängen? Ach du Scheiße. Wenn ich ein Schlüssel wäre, ne? Hurra! Das ist der Typ, der pennt.
Aber da war doch gerade noch hinter mir in der Küche. Für jede Arschbacke eine eigene Schüssel. Naja, weißt du's? Du siehst mich nicht, never. Wo ist der Schlüssel? Gehst du bitte wieder raus? Lässt das auch die Ehefrau hier von unserem Koch? Nein! Plötzlich Adler geworden. Ah! Hä, wo ist denn der Gott der mit Schlüssel? Aua. Ah. Also manchmal ist es so simpel, ich muss ja, das ist halt meine Dummheit, muss ich ja ehrlich zugeben, manchmal ist es so simpel und man kraucht über, durch den halben Raum über alle Möbelstücke, macht Kunststückchen, als wäre man zur Olympia zugelassen, man will die Goldmedaille haben, verstehst du? Und eigentlich ist er, hängt ja doch direkt vor deiner Nase. Ich glaube, das war richtig. Woo! Okay. Und in der Küche again. Das Spiel hat gespeichert. Sehr gut. Meine Nase juckt. Wo ist er? Okay. Oh, da ist die Kante ganz ungünstig. Okay, wir müssen kurz warten. Ich sehe ihn halt nicht. Der ist genau unter der Wand. Genau unter der Wand. Warte mal, das ist jetzt auch nicht geil. Hast du mich gesehen oder? Wie er guckt. Er ist schon süß. Ich kann doch nicht mal böse sein, dass er mich in den Ofen geschmissen hat. Es sah halt einfach niedlich aus. So machst du mich zum Freund. Schmeiß mich einfach in den Ofen. Hm? Ah ja, befummel das Stück Fleisch. Schön Raucherhusten loslassen, jawohl. Oh, wir haben es geschafft. Also noch nicht. Haben wir jetzt noch eine Verfolgungsjagd, dass er uns hinterher rennt? Könnte das nämlich passieren. Hä? Ja, geh doch durch. Dann nicht. Oh Gott, er kommt. Ein Speiseaufzug. Was da ist? Ein Fleischwolf? Ah ja. Ey, dieses ganze Blut hier, ne? Also ich bin ganz ehrlich, da ist es für mich nicht mehr so absurd oder so weit weg zu sagen, ja, ich werde Vegetarier, weil irgendwie ist das gerade sehr unangenehm, ne? Und ich mag Fleisch eigentlich. Eigentlich. Upp.
Das hier ist alles nicht nach Hygienestandard, nee. Ah, oh, und jetzt können wir die als Seil nutzen. Hä? Oh, das ist schon ranzig, ne? Okay, wir müssen uns eine Liane aus Fleisch basteln. Vielleicht in die andere Richtung drehen, oder mal. Oder länger drehen. Nee, nee, es fehlt schon Fleisch, ne? Hallo, wir haben eine Verstopfung. Die Kunden warten. Was ist denn das hier schon wieder? Ich sehe schon wieder irgendwelche Geheimnisse. Nee, kann ich... Oh, ich habe eine andere Idee. Ich habe so abgefuckte Ideen. Ich glaube immer, die hauen gar nicht hin. Kann ich mich hier hin und her schwingen? Ja. Oder? Aber nicht so, wie ich das möchte, oder? Doch, 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 doch. Es wird stärker. Ja. Musst du erst von oben Fleisch reinlassen? Ja, aber ich hatte jetzt gehofft, dass ich mich schwingen kann und dann zum Speiseaufzug da rein. Verstehst du? Nee, scheiße. Dass ich hab, kann genug Schwung aufbauen durch den Speiseaufzug. Kann ich den Eimer schieben? Okay. Nein? Ich werte das als nein. Nein. Ah, ich kann auch einfach so in den da ranspringen. Okay. Hallo. So, jetzt. Und jetzt komme ich bestimmt hoch, ne? Für die Fleischzufuhr. Ja. Bing. Lieferung ist da. Das Kühllager. Aufpassen, dass wir nicht da reinfallen. Ich nehme mal an, diese Statuetten, die wir finden, sind Collectibles. Ja, die Ratte! Huch. Hä? Kann ich an die Leiche springen dort? Hä? Stopp, stopp, stopp. Wir können auch hoch. Es hat was mit oben zu tun. Danke für den Lurk. Bin Futter. Viel Spaß noch. Danke, Yannick. Schön, dass du da warst. Hey, Madame mit großer Fresse. Hallo, Pascal. Official! Was geht? Das ist ja schon irgendwas mit der Ratte da oben, ne? Achso, wenn ich kletter, geht ja das Licht wieder aus. Ja, ja. Willst du nicht an die Leiche springen? Okay, nevermind. Wir brauchen Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Dein Netzwerk ist einfach gegangen. Hat's wohl die Hosen voll? Nee. Ich weiß nur, welche Menschen, mit welchen Menschen ich gut kann. Und welche ich nicht so lange bei mir haben will. Deswegen, du kommst auch genau richtig. Ich mache auch gleich Feierabend. Hallo, kann man hier irgendwie... Ah ja. Oha! Nein, Spaß. Spaß beiseite. Guck mal, das ist ein richtig schöner, dicker Schinken. So... Wir machen es mal, kann man ganz safe nur ein Stück? Ganz safe? Check the else, okay.
Aber ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende und dir geht's gut. So, wieder nach unten. Bing! Lieferung! Schnüpp. Oh, das sieht so eklig aus, ne? Okay, reicht nicht. Reicht noch nicht. Einmal brauchen wir noch. Einmal brauchen wir noch. Bis eben war es super. Dann hast du mich schon ein bisschen verletzt. Du bist aber ein Weichei. Nein, Spaß. Alles weiche Sache, Spaß. Nicht ernst zu nehmen. Aber freut mich, wenn du ein schönes Wochenende hast. Unser war auch angenehm. Unseres war auch schön. Nee. Ach hier, ist das ein Stück Schinken? Lol, das habe ich ja überhaupt nicht wahrgenommen. Überhaupt nicht wahrgenommen. Unseres? Wo ist dein süßer Wuffi? Mein süßer Wuffi und mein Lack. Lebensabschnittsgefährte, wie man das sagt. Die chillen im Wohnzimmer, glaube ich, denke ich. Jan, bist du im Wohnzimmer? Lebensabschnittsgefährte, keck, ja. Alter, ich bin in einem Alter, da sagt man nicht mehr mein Freund. Das hast du mit 12 gesagt, mein Freund. Aber in dem Alter sagt man nicht mehr Freund. Also das klingt halt auch irgendwie, ich nicht. Ab einem gewissen Alter klingt das nicht mehr so, weißt du? Das klingt dann nicht mehr würzig. Das klingt einfach nur komisch. Bist du 40 oder was? Sehe ich etwa so aus? Mein Freund. Ich habe halt die geistige Reife, mich ordentlich auszudrücken. Du Forel! Ah, oh, Mann, ey. Muss ich drauf antworten? Kann ihm mal bitte jemand die Tür zeigen? Wir haben ja fast schon eine Dekade zusammen verbracht. Ja, das stimmt. Also wir sind halt auch schon echt arschlang zusammen. Deswegen, es klingt halt irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht. Von außen klingt es vielleicht noch merkwürdiger, wenn ich Lebensabschnittsgefährte sage. Aber für uns klingt... Ja, weiß nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, schon wieder ein Schlüssel. Wer ja, aber... Achso, das habe ich schon gelesen. Ja, da ist die Tür. Da ist die Tür. Ah! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, oh, das Emote ist ja auch cool. Ein animiertes Emote mit einer Tür. Ja, du weißt, was ich meine. Sehr gut, wir haben dieselben Humor. Gehst du bitte? Was machst du denn da? Käse. Der ist zu fett, sich zu bücken. Ich glaube es leider auch. Oh Mann, der Arme. Nichtsdestotrotz. Müssen wir jetzt in den Aufzug, Fragezeichen, wo er gerade rauskam? Yep. Tschüss! Okay, jetzt kommt der hoch und macht wahrscheinlich die Tür auf. Ich verstehe, ich verstehe. Das hier ist nur ein Versteck. Hallo Roli, einen schönen Sonntag. Ich hoffe auch, du hast einen schönen Samstag gehabt. Kann ich bis hinten durch? Jawohl. Ich muss sagen, das hier, auch wenn ich solche Crouch-Passagen in Spielen gar nicht... Fuck. Njo! Oh, scheiße, ich bin... ich passe da gar nicht drunter. Oh, was macht er jetzt mit mir?
Okay, ich schmeiß mich in die Spüle, cool. Auch wenn ich solche Crouch-Passagen gar nicht mag, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir das hier besser als das Kapitel davor. Ja, musste mir aber viel zu heiß. Oh nein, und bei dir auch warm oder heiß, sehr, sehr heiß. Kann man wirklich gar nicht anders sagen, kann man nicht dementieren. Aber ansonsten gut. Gut. Gestern lag ich eigentlich nur rum und hab, ach, der Schlüssel ist auf dem Tisch. Seht ihr ihn? Jetzt sehe ich den erstmal. Da, wo er gerade davor steht. Seht ihr das? Da, also. Okay, vielleicht geht der den Raum rüber. Eigentlich gestern nur rumgelegen und, LOL gezockt. Halb am Kotzen, aber ihr geht's gut. Hat er sich gerade unter die Gesichtshaube gefasst und gekratzt? Okay, ist auch eine Variante. Ich würde gern an den Schlüssel. Die Frage ist jetzt, geht er weg? Warte mal, kann ich mich um den Tisch drumrum? So. Ich habe das Gefühl, da wird hier aber nicht weggehen. Ich müsste irgendwas im nächsten Raum auslösen. Da war ein Knopf, Moment. Wo ist es denn? Das war die normale Reaktion des eingebauten Überdruckventils. Was? So, der wird mir jetzt Safe Call hinterherfahren. Also ganz schnell. Also ich glaube, der Fahrstuhl fährt jetzt direkt nach oben. Der kommt hinterher. Ja. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Scheiße. Nee, nicht. Ah! Scheiße. Ha. Durch den Müllschlucker. Perpen doch. Ah! Schreit auch mit. Ah! Und alle schreien. Oh, kann ich den Prümpel haben? Kann ich? Mann. Ich identifiziere mich doch so schön damit. Weiß man eigentlich, wie viel Kapitel das hat? Oder man weiß es bestimmt, aber... Na toll. Ah, da komme ich auch raus. Hilfe, es sind zwei. Der Koch denkt sich nur, wo ist denn die kleine Stucki? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Nein, von beiden Seiten, scheiße, da war ich ungeduldig. Da war ich ungeduldig. So, aber es ist ja schon 18.12 Uhr. Ich würde sagen, wir spielen hier das nächste Mal weiter. Das ist eigentlich ein guter Punkt, oder? Was sagt ihr? Das ist ein guter Punkt. Jetzt ist Part 2, 45 Minuten. Ist okay, ist halt blöd, dass es jetzt zwei geworden sind, aber es ist in Ordnung. Das war der falsche Bildschirm. Das war der falsche Bildschirm.
Dann machen wir das nächste Mal weiter. Oh, sorry für den Lichtfehler. Ist aber gerade wirklich dunkel. Ist aber gerade wirklich dunkel. Warum ist das so? Warum ist das wohl so? So. Bringt jetzt total was für die letzten 30 Sekunden, aber... Hm. Was willst du machen, äh? Star Wars Outlaws, oh Gott. Star Wars Outlaws, Alter. Was ist das denn jetzt für Müll? Anklopfen, um Streamer für eine Zusammenarbeit zu fragen? Hä, was ist das denn? Muss ich auch noch zocken? Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist auch Star Wars Fan und hat sich darauf gefreut, der lässt es erstmal bleiben, weil er wohl meinte, die Kritiken sind wohl nicht ganz so gut. Deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen, mal gucken. Aber gut, ich habe schon wieder eine Kack-Bitrate. Okay, bevor das jetzt hier wieder abstürzt, irgendwie ist heute der Wurm drin, so. Bevor das jetzt abstürzt, Chat, ich herz euch bis zum Mond und wieder zurück. Ich danke, dass ihr da wart. Sorry für die zwei Ausfälle. Ich weiß nicht, Internet schluck auf, OBS schluck auf, alles schluck auf. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein kleiner Schluck auf. Deswegen gibt es dann auch zwei Teile. Ich danke, dass ihr alle da wart. Wir spielen Little Nightmares auf jeden Fall weiter. Das Spiel hat echt mein Interesse geweckt. Ich mag's. Ich mag's wirklich sehr. Die Empfehlung war nicht ohne Grund ausgesprochen. Ich habe das Spiel sehr gern gewonnen. Auch wenn es stellenweise ein bisschen frickelig ist mit der Steuerung und ich mich ein bisschen dumm anstelle, aber das ist ja mein Problem, gefällt es mir trotzdem sehr, 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 sehr gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Streamplan kommt sofort heiß und fettig. Und dann wünsche ich euch morgen einen angenehmen Wocheneinstieg und wir sehen uns dann am Dienstag. Ich würde mich zumindest freuen, euch wiederzusehen. Herzknutsch. So ungefähr. Und sage an der Stelle bis dahin.